Die Tiny Toon Spiele von Konami folgen zum Glück nicht den meisten Lizenzspielen und sind durch die Bank weg zumindest solide. Aber wie sieht es auf dem Game Boy aus? Ich hatte letztens schon den zweiten Teil getestet und der schnitt durchaus solide und gut ab. Da erreichte mich der Wunsch vom guten Hagen für einen Test des Vorgängers und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Was taugt Tiny Toon Adventures Bub's Big Break für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Konami entwickelt und selbstverständlich auch veröffentlicht. Es erschien weltweit 1992, wobei der japanischen Version der Zusatz Bub's Big Break gestrichen wurde. Die Story ist schnell zusammengefasst. Bubs möchte in die große Stadt und dort ein noch größerer Star werden. Natürlich wollen ihre Freunde ihr bei diesem Vorhaben helfen. Grundsätzlich ist das Spiel ein einfaches Jump'n'Run. Beim Charakter gibt es jedoch eine Überraschung. Es gibt drei verschiedene. Ihr könnt mit Buster, Plucky oder Hampton spielen. Diese unterscheiden sich jedoch nicht so sehr in ihren Grundbewegungsmöglichkeiten. Alle können normal springen und mit der anderen Taste einen Fernangriff durchführen. Dazu benutzen diese dann jedoch alle unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten, die sich in der Handhabung unterscheiden. Buster wirft in einem Bogen eine Karotte, Plucky wirft mit einer Ananas um sich, die von Oberflächen abprallt und Hampton rollt Wassermelonen wie Bowlingkugeln. Das Beste an der Sache, ihr könnt durch den Druck auf die Starttaste jederzeit durch die verschiedenen Charaktere wechseln. So könnt ihr euch also je nach Situation für die beste Angriffsvariante entscheiden. Ansonsten wird euch solide Standardkost geboten. In Super Mario-artigen Blöcken bekommt ihr allerlei nützliche Sachen wie die einzelnen Wurfgeschosse, kleine Herzchen, die eure Lebensenergie wieder auffüllen oder sogar große Herzen, die eure Lebensenergiekapazitäten sogar noch erweitern. Auf diese Weise kämpft ihr euch denn durch insgesamt vier verschiedene Welten, an dessen Ende immer ein besonderer Endkampf lauert. Ich sage hier absichtlich nicht Boss, da der Charakter nicht immer unbedingt besiegt werden muss. Denn in jeder Welt hilft euch ein anderer Charakter aus dem Tiny Toon-Universum. Eure Aufgabe ist es dann immer, diesen zu finden, damit dieser euch dann auch helfen kann. Der Endkampf kann dann natürlich auch so mal in der Fütterung des tasmanischen Teufels enden. Die Entwickler legen bei den Leveln durchaus auch Wert auf eine möglichst abwechslungsreiche Gestaltung. Natürlich nehmen normale Plattformerabschnitte den Großteil des Spielevergnügens ein, jedoch gibt es auch mal kleinere Rätselabschnitte wie das verwirrende Röhrensystem in der zweiten Welt oder auch Action-Einlagen wie die Motorradfahrt der vierten Welt. Außerdem sind hier und da natürlich auch kleine Minispieleinlagen zu finden, die ihr euch entsprechend Gutes verdienen könnt. Diese sind ja schon fast Standard bei den Tiny Toon Spielen der Ära. Eine Passwortfunktion gibt es leider nur in der japanischen Funktion, wobei das auch nicht so wild ist. Das Spiel ist jetzt nicht super umfangreich und relativ schnell durchgespielt. Letzteres kann man natürlich auch als Schwäche des Spiels ansehen. Ich persönlich bin aber mal froh, ein Spiel etwas schneller abhaken zu können. Auch der Schwierigkeitsgrad ist nicht allzu hoch. Die Grafik sieht wunderbar aus. Die Charaktere sind sehr groß und liebevoll gestaltet und das Design der Level passt einfach. Etwas mehr Abwechslung wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber das stört nicht weiter. Der Sound steht ebenso da. Die Effekte sind natürlich nichts Besonderes, aber die Musik passt wie die Faust aufs Auge. Was taugt Tiny Toon Adventures Bub's Big Break also heute noch? Erst einmal vielen Dank an dich, Hang. Super Wunsch und ein wirklich wunderbares Spiel. Irgendwie ist das bisher an mir vorbeigegangen. Wer aber mal Bock auf einen super Plattformer aus der zweiten Reihe hat, kann hier absolut nichts falsch machen. Ganz im Gegenteil, wenn ihr auch nur ansatzweise mit dem Genre was anfangen könnt, dann solltet ihr hier auf jeden Fall mal reinspielen. Das war ein Test zu Tiny Toon Adventures Bub's Big Break. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.